So voll war es noch nie. Der immer populärer werdende Science Slam scheint den Dichterwettstreit Poetry Slam überrollt zu haben. Schon nach 2 Tagen gab es keine Tickets mehr. Das spricht sich rum hier, die Qualität des Science Slam. Ich war noch auf keinem Poetry Slam, aber schon auf dem zweiten Science Slam, weil ich denke, dass es immer wichtiger ist, dass sich auch gerade junge Leute für wissenschaftliche Themen interessieren, dass das einfach auch mehr Leute irgendwie studieren oder sich Schüler schon dafür begeistern. Und außerdem kann man eigentlich hier ja mehr dazu lernen als bei einem Poetry Slam, was sehr unterhaltend ist zwar, aber ich glaube, der Mehrwert der Science Slam ist deutlich größer. Also seit dem ersten bin ich mal dabei und ich habe jedes Mal direkt den Tag danach Karten bestellt, um wieder dabei sein zu können. Ja. Weil ich es schön finde, weil es mir gefällt, weil es eine nette Veranstaltung ist. Ich denke, wer es einmal gesehen hat, der möchte es nochmal sehen. Also ich bin jetzt auch das zweite Mal da und ist begeistert, ja, es reißt ja mit. Wissenschaft statt Lyrik zieht also beim Publikum. Auf dem Programm des heutigen Abends stehen Muscheln, Meiler aus, Mühlen an und Mäusegehirne. Und mit dem Hirn der Nagetiere gewinnt Jochen Müller von der Charité Berlin den heutigen Science Slam Pokal, übergeben von den Ideen-Expo-Botschaftern Charlotte und Oliver. Das Publikum bewertet den Vortrag Respekt, mein Gehirn leuchtet mit 73 von 80 möglichen Punkten. Damit zieht der Biologe ins Finale auf der Ideen-Expo ein. Super geil. Ich kann es auch gar nicht richtig fassen. Ich habe nach dem ersten Vortrag eigentlich schon gedacht, jetzt ist vorbei, weil der so großartig war. Und dann bin ich das erste Mal heute unter 10 Minuten geblieben. Ich habe den vorher mal geübt gehabt und war nie unter 10 Minuten. Und dann dachte ich irgendwie währenddessen so, wo bleibt denn jetzt der Gong? Und alles einfach nur großartig, super spitzenmäßig. Alle, die an diesem Abend nicht gewonnen haben, stellen sich im großen Online-Voting 30 Tage zur Wahl. Wer den Science Slam bis jetzt noch nicht live erlebt hat oder wieder dabei sein möchte, am 16. Juni heißt es wieder 10 Minuten, eine Bühne und eine Menge Spaß.